zu einer Medaille verhelfen werden. Gabriela Podoraksi war für viele der Geheimtipp für diese Weltmeisterschaften, die 16-jährige Rumänin. Auch nachdem sie den Europameistertitel am Balken holte, zusammen mit Olesya Dudnik in Brüssel. Und dass sie gerade dieses Gerät eigentlich beherrscht, das zeigte sie auch schon bei den Spielen in Seoul, die Handstanddrehung. Denn dort gewann Gabriela Potorak ja Bronze. Erste Unsicherheit bei Gabriela. Ganz genau. Der Doppelsalto in den Stand geturnt. Ein bisschen nachgehüpft. Gabriela Potorak war natürlich nicht zufrieden mit ihrem Resultat im 36er-Finale. Da wurde sie nur 16. nachdem sie nach dem Wettkampf 1, also der Pflicht und Kür in der Mannschaftskonkurrenz, noch 6. war in der Einzelwertung. Hatte ja diesen gravierenden Fehler am Stufenbarren. Das warf sie doch sehr, sehr zurück. Aber sie bleibt eine Anwärterin auf die Nummer 1 im Team der Rumänen, dann, wenn Daniela Silivas einmal aufführt. Und mit 16 Jahren hat ja Gabriela auch noch eine Menge Zeit, auch stabiler zu werden in ihren Übungen. Sie kam mit 12 Jahren ins Leistungszentrum nach Deva, dort, wo auch Daniela Silivas trainiert. Und jetzt sehe ich, dass Daniela das Gesicht verzieht, dass offensichtlich etwas da mit dem Knie ist. Das würde bedeuten, dass wir sie dann auch nicht sehen im Bodenfinale. Und das wäre natürlich jammerschade. Zunächst Rang 3 für